und herzlich willkommen. Das Licht ist so scheiße. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das haben die alle gesagt, dass ich hyperaktiv bin. Und genauso starte ich wieder in dieses Video. Das ist mir völlig egal. Ich liebe dich, wenn du hyperaktiv bist. Dann! Weil es ist Ramadan und wir werden Vorbereitungen vornehmen. Okay. Du sitzt in mein Zimmer, ohne mein Wir sind auf der Hauptstraße. Das ist eine Schnellstraße, wie ihr hier seht. Und da konnten Leute reinfahren. Das war sogar ein Stoppschild. Da war ein Stoppschild. Die mussten warten, bis die Straße leer ist. Die Frau ist einfach fast in uns reingefahren. Doli ist rechts und gebremst. Und die ist einfach straight weitergefahren. Ja, das war krass. Also bis zur letzten Sekunde. Das war richtig gerade stur einfach, ne? Wir kochen. Meine Freundin sind zu Besuch und wir machen uns was Leckeres zum Essen. Wie viel? Also hast du darin schwimmen oder nur so ein... Halt so wie Gurkensalat ist. Keine Ahnung, wie Gurkensalat ist. Oh Gott. Oh, okay. Wir haben einfach eine Vorspeise, eine Hauptspeise und einen Nachtisch, ja? Das ist für uns 20-jährigen Mädels was ganz Besonderes. Grown-up children. Jetzt gib mal Maggi her. Leute. Nein, das stimmt nicht. Leute. Ich wurde gemobbt früher, weil ich so viel Maggi gegessen habe, dass ich es auch abtrainiert habe. In der Schulzeit hat Sally auf alles Maggi gemacht. Wirklich auf alles. Nur auf Nudeln? Pizza Reis, hast du auch am Maggi Pizza gemacht. Ja, aber nie auf Eier, weil auf Eier finde ich eklig. Manche Menschen machen Maggi auf Eier. So eine bin ich nicht. So, rühren wir das mal um. Hast du da jetzt Maggi reingemacht? Mhm. Das würde ich niemals machen. Time to see, time of my life. Dann würde ich Salz darin haben. Ja, aber nee, wir können nachsalzen. Also nee. Also ich würde sagen ja. Also ja, lass ein bisschen Salz. Ja, okay. Sehr lecker aus, muss ich sagen. Girl dinner. Boah. Meine Freundinnen sind jetzt weg. Es ist jetzt einfach 2 Uhr. Ich habe die nach Hause gefahren. Wir haben bis 1.30 Uhr alles ausgemistet. Mein Make-up-Schrank, also ich habe denen auch ein paar Sachen mitgegeben. Skincare, mein Schminktisch. Leute, ihr hättet sehen müssen, es sah aus, als wäre hier eine Bombe explodiert. Hier lag alles rum. Und guckt euch jetzt an, wie meine Schmuckschublade endlich aussieht. Das sieht so cool aus. Ich habe so lange nicht mehr meinen ganzen Schmuck so offen irgendwo liegen sehen. Es war alles immer in so Paketen und so verpackt. Guten Morgen, Freunde. It's a new day. Ich stehe gerade vor unserem Büro, weil unsere Brand hat ja auch ein Büro, falls ihr das nicht wusstet. Und unsere Content-Managerinnen kommen jetzt und dann haben wir ein Meeting zusammen. Und ich will endlich, dass diese Brand rauskommt. Ich kann das nicht mehr. Seit so langer Zeit arbeiten wir immer an denselben Produkten. Ich drehe durch. Sind am Verzweifeln. Weil einfach die denken sich über das Produzieren Detail wie so ein Zollstock. Ich kann nur sagen, dass die Sampling-Phase unnormal stressig ist. Eigentlich war das erste Datum, wo wir was droppen wollten, im April letztes Jahr. Vor einem Jahr sollten wir eigentlich offiziell droppen. Und ich habe voll Angst, weil wenn ich sowas erzähle, denke ich dann immer, dass ihr euch vielleicht denkt, oh, jetzt muss was riesig Krasses kommen. Es ist jetzt nichts, was so crazy ist, aber es geht einfach darum, dass das wirklich Qualität haben soll. Und deswegen dauert das auch so lange, weil davor will ich nichts rausbringen. Wir haben ja auch 2 Content-Managerinnen. Das ist Loreen und das ist Blerta. Auf jeden Fall eine große Hilfe, weil sonst hätte ich bestimmt jetzt schon einen Mental Breakdown gehabt. Leute, wir haben einfach immer noch keine Lampe hier im Büro. Ah, ich kann euch unser Büro zeigen. Also, man kommt hier rein. Und dann haben wir unseren fetten, also 3 Tische eigentlich, aber es sieht aus wie ein fetter Tisch. Hier sitze ich. Ist nicht wirklich groß. Und wir benutzen die Dinger auch nie. Ja, wir benutzen nie diese Monitore. Eigentlich schämen wir uns. Aber ich glaube, wenn es so richtig losgeht und wir richtig viel so aktiv dann, also nicht nur dieses Brainstorm machen, sondern wirklich was machen, dann werden wir die safe benutzen. Du bist eine Granate. Du weißt, ich am Ende sie geht. Already. Ich bin jetzt zu Hause und ich habe was richtig Cooles bei Amazon bestellt. Ich habe mir so eine Heizdecke geholt und ich habe die jetzt unter meinen Bettlaken gemacht. Also hier drunter jetzt. Stoli hat mich aus dem Wohnzimmer verbannt, weil er Fußball gucken will. Ach, Männer. Eigentlich war das mein Platz, ja? Bisschen frech. Ich kann deinen Stanley Cup nicht mehr sehen. Das sieht aus wie ein großer Mülleimer. Wie ein Tischmülleimer. Kennst du die man so auf die Tische stellt? Was würdest du machen, wenn du reinkommst und du siehst, ich habe den so als Mülleimer benutzt? Ja, Leute, mein Motto, ignoriert Doli. Update, ich habe mich bettfertig gemacht und Doli ist der nervigste Ehemann der Welt. Guck mal, der hat sich einfach, ich komme aus dem Bad raus, der hat sich schon ins Bett gelegt. Guck mal, wie er das hinterlassen hat. Erstmal hat er alle Lichter, den Fernseher angelassen, seine Snacks hier liegen lassen, alles unordentlich. Wieso
kann man nicht einfach hinter sich herräumen. Ich verstehe das nicht. Ja. Scheiße, da. Es nervt so, dass ich nie treffe und du immer triffst. Jetzt ist es hier ordentlich. Alexa, gute Nacht. So. Oh mein Gott. Ah! Aua! Guten Morgen. Du liegst noch am Schlafen. Aber wir sind verabredet im Kaffeeboden. Okay, ich zeige euch aber gleich, wenn ich fertig bin. Fertig! So, wir sind mit diesen zwei Süßen und mit Laura hier. Die haben uns eingeladen zum Essen. Nicht, weil die uns lieben, weil wir ein Video drehen. Du hast falsch verstanden. Oder das war keine Einladung. Oder Cappuccino geht auf mich. Ja, gerne. Gut, dass ich gerade auf Diät bin. Einfach. Sarah und ich haben gestern alle unsere Haare geglättet nach Ewigkeiten. Gleichzeitig. Und gleichzeitige Pause. Das war so gruselig, Leute. Ich weiß nicht mal, wann ich das letzte Mal meine Haare geglättet habe. Ich auch nicht. Auf Figur gibt es ja diese Ingwer-Shots. Das ist pur Ingwer. Ey, das ist so schlimm. Sagst du dazu, dass Doli dich immer runter macht? Macht dich das traurig? Soll ich jetzt sagen, soll ich so, sind's, sind halt Türken, ne? Was willst du damit sagen? Und Leute, das meinen wir mit Fabius rassistisch. Nein, aber er ist ja halb Türke, deswegen. Hat sich türkisch. Hä? Hey, das tut immer so, als wäre Fabius Vater. Komm so? Hallo? Der andere tut so, als wäre der. Ich und Lauri fahren jetzt in die Stadt. Hey, was geht? Lauri! Oh. Auf jeden Fall habe ich euch das noch gar nicht richtig erzählt. Habe ich Laura eingestellt. Laura hat ja als Kosmetikerin gearbeitet. Also du bist ja auch im Social-Media-Bereich tätig. Und das war auch so was Kreatives, was sie gerne eigentlich ausleben würde. Und dazu kommen ja auch noch mal die Schmerzen, die du hattest wegen den Behandlungen und so. Deswegen war für mich eigentlich sowieso gleich wieder raus. Unabhängig, dass ich wusste, dass ich das mit dir. Habe ich halt Laura halt darauf angesprochen, ob sie es cool fände, mal mit mir zusammen was zu machen oder so. Dann haben wir das so ein bisschen darüber geredet, dann hat Laura sich auch Gedanken gemacht und jetzt hat sie offiziell bei mir angefangen als Content Managerin. Ja, ich muss sagen, ich hätte halt nie gedacht, dass ich überhaupt irgendwie sowas in die Richtung machen kann, weil ich habe ja nichts in die Richtung gelernt, weißt du? Ja. Deswegen kann das natürlich supi. Falls ihr euch fragt, was Laura jetzt macht. Also ich versuche immer so viel wie möglich Content auf jeder Plattform zu machen, aber irgendwo bist du natürlich auch an deinem Limit. Also mehr kannst du nicht machen. Man ist halt an TikToks, YouTube-Videos oder keine Ahnung was. Oder irgendwo hört auch die Kreativität bei dir auf. Ja, und der Tag hat halt auch nur 24 Stunden. Genau, also deswegen habe ich mir dann gedacht, dass das vielleicht ganz gut wäre, mich noch ein bisschen breiter aufstellen zu können, noch mehr Content zu bringen, vielleicht auch cooleren Content, weil ich auch Unterstützung habe von jemandem, der sich gut auskennt. Und Laura kann sowas auch gut, Laura ist auch sehr kreativ. Die kann auch gut mit Canva und sowas. Also du kannst mit allem gut umgehen, was in diesem Bereich einfach ist. Und deswegen machen wir jetzt coole Sachen zusammen. Yay. Letzte Woche hat mich schon richtig krass Spaß gemacht. Das freut mich. Wir sind gerade nach Hause gekommen. Wir waren den ganzen Tag in der Stadt und haben alle Sachen erledigt, die wir erledigen wollten. Hier ist schon mal ein Teil der Ausbeute. Wir haben so viel geholt. Ich erkläre euch gleich, wofür das alles ist. Laura ist schon eine ganz fleißige Biene und schneidet alles. Und ich schaffe hier ein bisschen Ordnung. Montag fängt ja schon Ramadan an und mein Ziel ist es ja jetzt richtig perfekt dann beten zu können. Doli betet jetzt immer extra laut vor mir, damit ich mir das besser merken kann alles. Du kannst ja schon eigentlich alles. Ja, es ist nur, halt... Nur halt so die Reihenfolge so, dass du dich so dran gewöhnst. Ja. Dein Vater hat mir gerade auf Instagram was geschickt, das heißt Zitate oder irgendwas. Mein Vater mir auch, der hat uns safe dasselbe geschickt. Warte, ich spiel's ab. Ehe deine Eltern nicht falsch. Wenn deine Mutter in dein Zimmer kommt und sich setzt, will sie dir nicht auf die Nerven gehen. Manchmal versucht sie einfach nur, ihren eigenen Gedanken zu entkommen, die man ein Leben lang bewahren wird. Oh nee, jetzt heule ich schon wieder. Ich ruf ihn an. Ich ruf jetzt meinen Vater an. So, Freunde, es ist jetzt offiziell. Ich habe gerade auf Instagram die Überraschung gepostet, das Ramadan-Special. Ich blende euch das Video jetzt hier nochmal ein. Während Ramadan geht es darum, innezukehren, sein Iman zu stärken und Gutes zu tun. Und diese schöne Zeit möchte ich dafür nutzen, euch etwas zurückzugeben. Ich bin unfassbar dankbar für eure Liebe, eure Unterstützung und das ist wirklich nicht selbstverständlich. Und aus diesem Grund ist das Ramadan-Special entstanden. Ein Monat, wo ihr jeden Tag etwas geschenkt bekommt von mir als Dankbarkeit und in eurem Namen eine Spende getätigt wird. Ich war in der Stadt unterwegs und habe euch alle meine
meine Favoriten und super cute Sachen geholt, wo ich hoffe, dass sie euch einfach ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Aber nicht zu vergessen, in diesem Monat ist es auch sehr wichtig, Leuten zu helfen, denen es nicht so gut geht wie uns. Deswegen war es mir unfassbar wichtig, in eurem Namen eine Spende zu tätigen. Ich habe mir ganz viele verschiedene sichere Spendenorganisationen rausgesucht und an die wird dann jeden Tag gespendet. Und natürlich kriegt ihr ganz viele von meinen Favorites auch noch zugeschickt als Goodie. Ich war für euch in super vielen Läden, Douglas, Sephora, DM, online für euch geshoppt. Glaubt mir, es erwarten euch super schöne Dinge. Ich hoffe, dass dieser Monat euren Iman stärken wird und dass ihr eine wunderschöne Zeit habt und auch den Leuten gedenkt, denen es nicht so gut geht wie uns. Und an dieser Stelle wollte ich nochmal meinen Dank äußern. Ich habe euch unglaublich lieb. All das ist nicht selbstverständlich. Alles, was ihr tun müsst, um ein Teil dieser schönen Verlosung zu sein, ist einfach nur aktiv zu sein. Eure Sarah Mausi, ich habe euch ganz doll lieb. Ramadan Mubarak. Genau, ich freue mich unfassbar. Leute, es sind so viele Pakete angekommen. Ich zeige euch das gleich alles. Es ist crazy. Ich habe ganz viel online geshoppt, bin aber auch in die Läden gegangen. Und dann habe ich noch diesen süßen kleinen Beutel hier. Den habe ich bei Papierdrachen bestellt. Und hier habe ich dann die ganzen Hilfsorganisationen, die ich rausgesucht habe, auf Zettelchen aufgeschrieben. Und dann ziehe ich jeden Morgen einen Zettel und an die Organisation wird in dem Namen von der Person, die an dem Tag das Paket auch gewinnt, eine Spende geschickt. Das hier ist das, was mich so am glücklichsten macht. Ich fand diese Idee extrem toll. Ich freue mich krass. Ich bin total aufgeregt. Ich freue mich so auf den Monat. Ich habe ja auch für Doli so etwas, wo ich ihm jeden Tag etwas schenke. Jetzt auch noch machen. Dafür habe ich auch Sachen bestellt. Doli, freust du dich? Ich finde, das ist so der Ramadan, wo ich mich am meisten freue. Weißt du, ich meine, ich habe dich auch noch nie gesehen, dass du dich so krass auf Ramadan freust. Mhm. Weißt du, ich meine? Wir werden jetzt für die Geschenke, für die Verlosungen sozusagen, was Sarah jetzt tätigt, schon mal alles packen. Guck mal, hier sind voll viele Kartons und so weiter. Ich habe jetzt auch eine Stunde, die Ramadan-Vorbereitungen laufen hier auf Hochtouren, hör mal. Ich habe jetzt eine Stunde lang an Dolin Ramadan-Kalender gearbeitet. Und das sieht jetzt so aus. Ein Säckchen dran, hier oben ist eine Zahl. Voll süß, das ist auch aus Holz. Die Säckchen sind voll hochwertig. Das heißt, wenn wir Kinder haben, kann man die wiederverwenden. Das ist voll cool. Ich habe ihn. Das ist so ein Set, so ein Kartenset, das kann man auf Amazon bestellen. So ein, der soll mich nicht... Hörst du mich? Schläfst du? Das ist so ein Muslim-Quiz. Und da hat er jeden Tag eine Frage mit der Antwort und dann kann er lernen. Also lernt er jeden Tag etwas und der hat auch so, da sind auch so Islambücher und so drin. Also der kann da gut lernen, das war jetzt gerade richtig ASMR-mäßig. Wenn die Maus wüsste, was er alles bekommt. Ich habe jetzt auch alles dekoriert. Ich habe alles pünktlich geschafft, ich freue mich gerade voll. Doli hat es noch gar nicht gesehen, der war in der Dusche, als ich angefangen habe. Also, ich fange an mit meinem Tisch hier. Ich habe diesen Acrylbehälter für den Koran bei Amazon gekauft und den Tag, der vierte Tag von Ramadan ist. Ich habe jetzt schon mal die 1 dahin gemacht. Das habe ich auch bei Amazon gekauft. Das ist einfach so ein Mini-Aufsteller. Und dann habe ich ein bisschen Rosa aus den Blumen rausgenommen, damit das mehr zum Beigen passt und ein paar von den bunten Sachen weg, dass hier nur noch so goldene Sachen sind. Dann habe ich Dolis Ramadan-Geschenk hier aufgehangen an der Lampe. Und das passt voll gut zu der Ecke, weil das auch so beige ist. Sieht richtig süß aus. Diese Fake-Lampen hier bestellt und so ein Dreier-Set. 2 habe ich dahin getan. Ich habe leider keine Batterien mehr. Deswegen habe ich die jetzt getrennt aufgestellt, damit es nicht auffällt, dass nur eine an ist. Hier habe ich noch meine echte angemacht. Und hier habe ich, also ich habe es jetzt so, dass es abwechselnd leuchtet, angemacht. Man kann es aber auch, dass es nicht so in your face ist, machen. So eine Lichterkette. Ich zeige dir euch mal ein Dunkel. Es ist richtig gemütlich im Dunkeln. Guckt mal, richtig, richtig schön. Ich zoome an dein Gesicht dran. Oh mein Gott. Hä? Ich habe das gar nicht realisiert gerade. Also, das ist eine Lichterkette. Okay. Dann habe ich so Fake-Kerzen geholt, aber die sind leider noch nicht. Sind die fake? Ja, also die. Hä, voll schön. Fake. Voll schön, dann können wir die öffnen. Ich brauche noch Batterien dafür. Das ist dein Kalender. Boah, das ist richtig schön. Ist auch gut aufgehangen. Oha, bist du Mohandas oder was? Hier habe ich so einen schönen Tisch gemacht. Ich habe diesen Aufsteller gekauft. Ist der Koran, ist unser Koran oder? Ja, unser Koran. Voll schön. Ich habe so einen Acrylaufsteller geholt. Mashallah. Und? Dankeschön. Wieso Dankeschön? Das ist so schön, dass du so viel Mühe gibst. Ja, voll. Richtig schön, Leute. Ohne Spaß. Wir lernen jetzt wieder. Ich höre Doli wieder beim Beten zu. Mom and Dad going out for food, girlies. Freunde, ratet, wo wir sind und was wir jetzt machen. Rewe, einkaufen. Eigentlich wären wir zum Türken gegangen, aber wir sind spät dran und Türke hat schon zu, deswegen Rewe. Es ist ein Saud-Shopping-Vlog. Wir müssen Sachen für Saud holen. Wir müssen das nur noch für Saud holen, ne? Zeig mal, was wir bis jetzt haben. Wir halten uns ganz, ganz basic. Tomaten, Bananen, Zwieback, Brot. Das sind so diese Zwieback mit Schoko, die habe ich früher als Kind immer gegessen. Ich habe erstmal eine Packung genommen, aber dann, wo ich gesehen habe, wie Doli die anguckt, habe ich eine zweite genommen, weil ich wusste, der wird sie mir wegessen. Die hier, die sehen so yummy aus.
Oh mein Gott, Leute, das sieht so lecker aus. Was ist das denn? Dunkles Ofenbrot. Lee, guck mal. Wie geil sieht das aus? Ofenbrot, ja, aber unnötig. Hä? Wenn du mich fragen würdest, was das Wichtigste ist, Haut, das ist für mich das Wichtigste. Ja. Das mit Brot reicht mit Salz und Pfeffer. Wiesenhof. Wiesenhof ist halal. Alle. Sehr, sehr nice. Ich danke. Let's go. Wir sind bei unserem Lieblingstürken, Kılım. Also ich nenne das Kılım, die sagen immer Kilim, aber Kılım ist, denke ich, richtig. Kılım. Kılım. Kılım, ne? Du sagst immer Kilim, ne? Ich sag nie Kilim. Und ich sag euch eins, Leute, hier schmeckt wirklich alles sehr lecker. Ihr müsst mal vorbeikommen. Und das ist der beste Mann hier. Ich sag euch eins, hier müsst ihr Chikrift essen lassen. Jeder Kölner weiß, dass Veganland hier so der beste Chikrift-Laden ist, der in Ehrenfeld. Aber ich finde, das ist... Das schmeckt also besser, ja. Frischer auch irgendwie, ne? Es schmeckt einfach krass. Das ist der wahre Shit, Leute. Zeig mal, zeig mal wie ein Türke lachen wir machen. Nein, nicht Prost. Warte ganz kurz, ich brauche Joghurt gerade. Mehr brauchen wir nicht, Leute. Zitrone drauf, mehr nicht. Aber das ist original. Ich liebe es, dass wir immer alles leer putzen, wie Tiere. Mal so, was ich nehme, gemischter Grillteller und sage, nimm mal Beete. Yes. Mein Blitz geht die ganze Zeit an und ich schäme mich jetzt. Ich bin tot. Leute, Doli will die ganze Zeit, dass ich das Gebet auch sage, um meine Aussprache zu testen. Und Sarah schämt sich, die traut sich ganz. Weil der gerade so, ich merke gerade schon, der ist richtig in diesem Lehrermodus. Der will jetzt etwas finden zum. Deswegen habe ich gerade keine Lust. Das ist wirklich ein Istanbul in Deutschland, also in Köln, ne? Also die Straße an alle Kölner kennen die safe, Kolbstraße. Hier sind sogar so türkische Reisebüros, so auch türkische Airline. Solche Läden sind auch mal geil, schmecken geil, weißt du, was ich meine? Baba. Wir sind jetzt wieder zu Hause. Auf jeden Fall haben wir jetzt alles erledigt, bevor Rama dann losgehen kann. Wir sind gut vorbereitet und jetzt freue ich mich einfach nur noch, dass es endlich losgeht. Auch an die Mädels, die keinen Ramadan feiern. Ich hoffe, dass euch das trotzdem irgendwie interessiert alles. Ich meine, die Vlogs sind ja auch so unterhalten. Voll viele von meinen Freunden wollen mitfasten, obwohl das nicht deren Religion ist und so. Das wird auch voll interessant. Fabi und so wollen auch wieder wie letztes Jahr mitmachen. Also das wird richtig, richtig cool. Vor allem in dem Monat ist man auch viel mit Freunden, Familie. Diesen Monat habe ich das Gefühl, ist man auch am meisten so unter Menschen. Schönen guten Morgen. Morgen oder übermorgen, je nachdem, wann der Mond gesichtet wird. Ramadan, meine Haare, ich bin Jimmy Neutron. Ich hoffe, euch geht's gut. Mal bitte, wie schön Sarah das hier alles gemacht hat. Ich freue mich schon drauf, dass dann immer jeden Tag ändern. Geschenke, die ich jeden Tag auspacken kann. Ohne Spaß, Sarah hat sich so krass Mühe gegeben. Das Schöne ist, wenn wir dann irgendwann zum Beispiel Kinder haben und so weiter, dann können wir das auch mal so richtig schön einrichten. Wenn man das jedes Jahr so macht, die Kinder freuen sich dann auf Ramadan. Richtig krass und man kann was richtig Besonderes draus machen. Oder, Sarah? Ja? Ja? Das ist so süß. Doli guckt sich die ganze Zeit die Deko an. Was auch richtig, richtig cool ist, wir werden während Ramadan, wir hatten ja überlegt, Ramadan Daily nennt man das ja, glaube ich, zu machen. Da posten die jeden Tag, das hatten wir nicht überlegt, aber wir hatten überlegt, 3 oder 2 Videos pro Woche zu machen statt 1. Weil wir aber beide Projekte haben, die jetzt kurz davor sind, fertig zu werden. Dazu erfahrt ihr bald mehr. Ich habe auch unter unserem letzten Video gesehen, dass jemand kommentiert hat, die reden immer so viel von Projekten und am Ende passiert nichts. Ja, Bruder, wir wollen nichts rausbringen, was nicht perfekt ist. Ich arbeite seit einem Jahr an meinem Projekt und dafür, dass ich so hyped darum bin und in der Woche es so oft um dieses Projekt geht, habe ich schon echt wenig darüber geredet, glaubt mir. Und Doli genauso. Und jetzt sind wir halt in den finalen Phasen und es kommt halt bald. Nur weil du es noch nicht siehst, heißt es nicht, dass nie was passiert. Es passiert die ganze Zeit etwas. Aber öffentlich wird es halt wahrscheinlich Dolis Projekt im nächsten Monat, mein Projekt inshallah in den nächsten 2 Monaten und Dolis zweites Projekt, würde sagen, Richtung Ende des Jahres. Ja, auf jeden Fall, sorry, ich bin abgewichen vom Thema. Wegen diesen Projekten aber haben wir so viel tun, dass wir 3 Videos die Woche nicht schaffen würden und ich will ja auch auf Insta und TikTok voll viel Ramadan-Content machen und das wäre einfach alles too much gleichzeitig. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, 2-mal die Woche Ramadan-Vlogs zu posten. Einmal donnerstags und einmal sonntags. Vielleicht werden es auch mal Mukbangs mit Freunden. Also es wird so cool, Leute. Wie gesagt, schaltet gerne ab jetzt auch immer donnerstags und sonntags ein. Ansonsten hoffen wir, dass das Video euch gefallen hat. Wir freuen uns sehr auf die kommenden Ramadan-Vlogs. Vergiss nicht, pro Woche kommen jetzt 2 Videos während Ramadan online. Genau. Und ansonsten wünschen wir euch einen schönen Tag. Wir freuen uns über ein Like, ein Abo und einen Daumen nach happy oben. Happy Ramadan, Ramadan Karim. Und wir wünschen euch viel Kraft in dieser schönen Zeit. Tschüss.